Ja, Mahlzeit, Leute. Herzlich willkommen zurück zur XXL Farm, die jetzt mittlerweile den zweiten Umzug hinter sich hat. Auf die dritte Farm also. Ja, Vorpommern hat mir viele Möglichkeiten geboten, aber diese XXL Farm bietet mir noch mehr, bis auf dass wir nichts besitzen, außer die zwei Pfänd ideal Mähdrescher. Und ja, des Weiteren haben wir keine Felder bis auf Feld 23. Dafür musste ich jetzt einen Kredit aufnehmen. Wer sie gerade so leicht erkannt hat, weiß, welche Map das ist. Wir werden jetzt quasi erstmal nee, das lohnt sich jetzt nicht. Den Anhänger wegbringen. Wir müssen Aufträge machen, damit wir Geld rankriegen. Ein Feld haben wir ja zwar schon. Das Problem ist aber, als Startteil haben wir keine Sämaschine. Das heißt, wir brauchen jetzt definitiv Geld für eine Sämaschine, damit wir ansehen können und auch abernten können auf unserem einzigen Feld. Und dann haben wir halt noch den Kredit von 255.000 Euro offen, dass wir den auch noch abbezahlen. Mein Plan ist es, dieses Feld 2, wo ja uns hier nur die Welkers Farm gehört, zu kaufen. Der hintere Teil, wo, also das ist ja jetzt hier der vordere Teil, sage ich mal, der zur Hauptstraße führt. Diesen vorderen Teil werde ich als Feld benutzen. Der hintere Teil ist auch relativ groß. Der reicht definitiv aus, um Tiere, Gehegeställe zu bauen. Das werden wir auch so machen. Ja. Jetzt müssen wir aber erstmal brav auf Feld 13 unsere Helfern helfen, dass die ihren Kram kriegen und wir das schön vergütet kriegen alles. Dann wird Feld 23 halt noch fertig sein. Da werden wir natürlich auch mit beiden Dreschern draufjuckeln. Wer Lust, Interesse hat, PS4 übrigens wieder, ne? Also da mit dem PC das alles absolut nicht funktioniert, wird es auch halt keine Let's Plays mehr geben von mir auf dem PC. Außer, außer ich habe irgendwann mal einen besseren PC. Das könnte dann vielleicht passieren, so LS21. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst. Es hat einfach keinen Sinn. Und deswegen gibt es das jetzt auch nicht mehr. Erstmal. Zack. Und ich habe ja schon angefangen gehabt, also viel habe ich noch nicht gespielt. Ich habe halt nur ein bisschen die Zeit vorgespult, dass da ein paar Aufträge da sind, dass wir ein bisschen Geld verdienen können, was Ernten betrifft. Und ja. Also wir fangen hier nicht gleich mit einer XXL-mäßigen Farm an, sondern wir müssen uns das, werden uns das jetzt hier alles hart erarbeiten müssen. Jedes Feld, jeder Stall, jede Gerätschaft. Da wird es nicht passieren, dass auf einmal, ups, Feld vorhanden, was vorher im letzten Let's Play noch nicht da war. Nein, das wird es nicht geben. Also quasi gesehen, der komplette Neustart von 0 auf 100 wird vollzogen auf dieser Map.
Ich finde die Map relativ geil. Ich fand die schon gut im LS17, da war sie aber ein bisschen anders. Wenn ich mich. Ja, doch, die war anders, auf jeden Fall. Da war hier dann irgendwas mit Milchbetrieb und so. Fand ich jetzt auch nicht schlecht. Aber ich finde es jetzt vollkommen okay so, weil hier kannst du dich austoben mit großen Geräten. Deswegen auch die 2 Fendt Ideal 9T mit den 2 großen Schneidwerken, 2 großen Maispflückern. Ja. Hier können, und wie ihr seht, also, ne, wir haben hier schon einiges weggekriegt von den Feld 13. Na gut, wenn der als erstes hier schon steht, ne, dann nehme ich den als erstes zum Abtacken, dann kann der gleich weiterjuckeln, dann fahren wir zum nächsten. Und dann dauert es auch nicht lange, bis der hier dann wieder volle ist. Naja, ach, da steht der andere auch schon. Das ist doch super. Was dann noch passieren wird, ist halt, dass wir unsere 2, 4, 6, 7 Fruchtsorten auch noch verkaufen werden. Ist nicht viel. Aber durch diesen Anhänger kann ich halt gleich immer 2 Fruchtsorten gleichzeitig wegbringen. Das heißt im Endeffekt, ja, ich muss 4-mal fahren, weil einmal muss ich das Mais allein einzeln wegbringen, aber es ist nicht so schlimm. Und durch dieses ganze Geld gucken wir mal, was wir hinkriegen. Was mir halt wichtig wäre, wäre eine große Sämaschine. Sittechnik. Eine Gruber haben wir ja, also so ist das ja nicht. Ich will jetzt aber nicht die hier benutzen, bin ich ganz ehrlich, weil ich mag die nicht. Ich komme mit den Dingern nicht klar, es macht mir keinen Spaß. Also werde ich wohl eher auf die Amazon Condor 15.000 15.001 gehen. Und ja, dauert halt ein bisschen länger, bis das Feld angesät ist, ist mir egal, wird halt auch ein Helfer engagiert, weil wir halt nebenbei auch wieder Aufträge machen werden, damit wir weiter Geld reinscheffeln. Ist einfach so. Er ja, ist blöd hier, ne, dass hier ein bisschen was stehen bleibt, aber es liegt nicht an dem Helfer jetzt wirklich, weil der Helfer kann nicht weiter rückwärts fahren, weil Map Ende. Akzeptieren wir so, Feld 13 wird er uns eh nicht, also von daher. Und Feld 13 haben wir ja auch mittlerweile, ne? Und kriegen wir 29.000. Dann bin ich noch am Überlegen, hier Düngen anzunehmen gleich als nächstes auf Feld 17. Was wäre das? Unten links das Feld. Aber jetzt machen wir erstmal das Feld hier fertig. Wenn das fertig ist, dann werde ich dann, denke ich mal, wie gesagt, gleich den nächsten Auftrag annehmen. Unsere beiden Drescher werde ich dann das habe ich ja gemacht, stimmt ja. Auch geil. Düngen haben sie gesagt, ne? Haben sie. Zack. Was bist du denn hier? Füllung starten mit Pflanzenschutzmittel. Scheiße. Kann ich mit dem Ding nur Pflanzenschutzmittel machen? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. So lange her. Nein. Düngespritze werden für Ernteerträge von Feldern. Entladen. Jetzt muss ich hier mal gucken. Jetzt muss ich hier mal gucken. Was bist du? Oh. Okay. Ja, gut, ne? Dann fahren wir. Was haben wir? Ich stand da, ne? Was haben wir hier? Flüssigdünger. Das ist doch super. Kostet nicht zwar auch Geld, aber egal.
Was war das? Feld 17. Dann fahre ich den noch schon mal zu Feld 17 runter. Ja, mal an Feld 13 vorbei, an unseren schönen Dreschern. Aber ihr seht ja selber, ne, der ist hier schon. Ja, ich habe ein bisschen was stehen lassen, weil ich auch selber gefahren bin, bin ich ganz ehrlich. Aber ihr seht ja selber, es ist ja nicht mehr wirklich viel. Ich denke mal, dass beide nochmal jeweils zwei Bahnen ziehen. Und ja. Aber das ist halt eine geile Map von den Feldern her, was auch die XXL-Mäßigkeit betrifft, bin ich ganz ehrlich. Das Düngen müsste auch relativ zügig gehen eigentlich. Bin ich jetzt der Auffassung. Na, lassen wir noch mal zu. Jetzt machen wir mal den Hof. Noch sind wir ja auch auf dem Feld hier tätig, also von daher ist das jetzt, glaube ich, nicht so das Problem, dass ich jetzt hier so fahre, wie ich jetzt fahre. Zack. Jetzt kriegen wir die nicht mehr beide leer, leider. Aber es ist halt so, ne? Fahren wir erstmal zu G und dann zu H. H gibt uns den Rest, dass wir auf 100 sind, und dann fahren wir gleich wieder los, es wegzubringen. Da sind wir ja auch schon relativ zügig unterwegs, muss ich ja jetzt sagen. 73%, hallo. Dadurch kriegen wir ja auch noch ein bisschen Ertrag, kriegen wir ja auch noch gut geschrieben, den wir verkaufen am Ende. Von daher, ich bin sehr zuversichtlich, sagen wir es mal so. Und ja, ich muss sagen, es war schön mit Crossplay zu spielen und allgemein die Maps auf dem LS19 auf dem PC. Aber ich spiele das ja auch, damit ihr was davon habt, und ihr habt nichts davon, wenn es eine scheiß Aufnahme ist, eine scheiß Qualität. Es ist einfach so. Es ist einfach so. Ne, da beißt keine Maus den Faden ab. Da sind wir mal ehrlich. Und wie gesagt, wenn ihr Leute habt, wenn ihr selber Bock habt, da bei diesem Projekt mitzumachen, gerne. Schreibt mir es in die Kommentare. Schreibt mir eure Discord, wenn ihr Discord habt, rein. Dann adde ich euch bei Discord, dann setze ich mich mit euch gerne in Verbindung. Ja. Oder falls ihr Leute kennt, die Lust haben auf sowas, dann machen wir das. Und das Feld hier, ne, das hier hinten wird dann alles schön zur
zum Nutzen der Tierhaltung gebaut, wenn wir dann irgendwann so weit sind. Von daher, das wird schon. Jetzt werde ich mich schon mal verabschieden und wir sehen uns an dieser gleichen Stelle beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.